So, und da wären wir auch wieder. Ich habe den Bosskampf nochmal machen müssen. Damit, willkommen zurück bei Silent Hill Homecoming. Wir haben jetzt den Gründerschlüssel. Ich erinnere mich, es ist im Rathaus gesehen zu haben, als ich ein Kind war, aber ich weiß nicht mehr. Blablabla. Genau. Jetzt können wir mit dem Schlüssel nämlich diese Türen öffnen, die nicht gingen. Auch zum Beispiel in unserem Zuhause, also von Alex. Da war auch eine Tür, die verschlossen war. They coming. Die sind tot. Okay. Wir gehen erstmal zur Town Hall. Wir gucken erstmal danach. Hier gibt es nämlich auch noch einigen Kram zu finden. Wieder. Aber keine Munition mehr für den. Das hat auch gut geklappt. Das ist mein Urgroßvater, Isaac Shepard. Er war einer der vier Gründer und nach ihm haben sie die Stadt benannt. Warum befindet sich das denn nicht an der Wand? Wollte wohl jemand nicht, da hat wohl jemand keinen Bock auf die Shepards. Ein Bild. Zeichnung erhalten. Wie oft man in diesem Spiel Kinderzeichnung findet. Unfassbar. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich mit dem Gründerschlüssel vielleicht nochmal auf den Friedhof gehe und nach Hause. Hier war das Pult, was wir gesehen haben. Da liegt was. Mom und Richterin Holloway bei einer Unterhaltung in unserem Haus. Die Geschichte von Shepard's Glen ist eine der großen Gelegenheiten und des wagemutigen Pioniergeists. Vor nahezu 1,5 Jahrhunderten kamen die Gründerväter auf der Suche nach einem neuen Heim als Pilger hierher, um ihren Glauben zu praktizieren und den Wohlstand ihrer Familie sichern zu können. Und nach kurzer Zeit begann sich der Ort prächtig zu entwickeln. Ladengeschäfte und Betriebe schossen entlang der Straße, die sich heute Hauptstraße nennt, empor. Im Laufe der Jahrzehnte kamen immer mehr Touristen, die erpicht darauf waren, die Seen und Landschaften der Gegend zu entdecken. Und mit den Touristen kamen noch mehr Geschäfte. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden viele städtische Gebäude aus den Anfangstagen wie nahe das Rathaus und die Bücherei restauriert. Die 90er Jahre brachten frische Investoren, die Shepard's Glen auf seinem Weg ins neue Jahrtausend modernisierten. Selbst während seiner erfolgreichen Jahre blieb Shepard's Glen
Eine Gemeinde, die untereinander sehr stark zusammenhielt und den Idealen ihrer Gründerväter nachstrebte. Man kann es nur vermuten, aber die Gründerfamilien wären es mit Sicherheit, wären sicher mit Stolz erfüllt, wenn sie die heutige Stadt sehen würden. Sieht wie ein Schlüsselloch aus. Ja, dann. Oh mein Gott! Eine Tür! Oder eine Treppe. Unter der Main Hall. Also ich habe keine Karte von diesem Gebiet, glaube ich. Die ist zu. Da, der Herr Kasten. Ist auch wieder ein Serum, ne? Voll gut. Ich habe nämlich keine Heilung mehr. Bis auf zwei Serien jetzt. Habe ich nichts. Ja, das hat sich doch gelohnt. Da hängt das Bild wahrscheinlich. Da liegt was. Ein Buch. Kann ich es mir nicht angucken? Wofür ist dieser Raum? Einfach nur um ein Raum zu sein. Alter, die Bilder sehen so creepy aus. Fantastisch. Speicherpunkt, das finde ich gut. Können wir nochmal den Moment nutzen, um hier reinzugehen und speichern. Gut. Ich glaube, für was anderes ist dieser Raum auch nichts. Aber wie gesagt, Karte hier wäre irgendwie geil. Ich weiß halt nicht, wo ich die finde. Ach, jetzt bin ich wieder hier, wo ich die Tür aufgemacht habe. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Das ist die Tür, die verschlossen ist. Ja, okay. Und hier komme ich wieder in den Gang. Wo ich ja zuvor schon mal war. Ja, das Rathaus ist nicht groß. Eigentlich muss ich ja nur den Gang da runter. Wie gesagt, aber wir erforschen den Shepherd's Clan nochmal durch den Schlüssel. Vielleicht findet sich ja noch das ein oder andere Item durch den Schlüssel. Ich würde das nämlich gerne prüfen. Deswegen gehen wir nochmal Richtung zu Hause. Ich weiß halt nicht, wie gesagt, wie wir ins Haus nochmal reinkommen. Der tötet mich gleich. Doch lieber mit dem Messer. Ging's denn nochmal zum Friedhof? Geht das von hier aus? Ist zugekettet, ich kann es unmöglich aufbrechen. Geht es mit der. Hier mit? Nee. Hab ich echt nichts mehr in Heilung? Nee. Scheiße. Was ist hier los? Woher ist es gekommen? Muss einen anderen Weg finden. Wie ging's denn nochmal auf die andere Seite da irgendwie? Das ging doch, oder? Bin mir sicher, dass das irgendwie ging. My house. Ach, durch den Friedhof, oder?
Renne hoch, aber was bringt's mir? Gegner können nicht klettern. Steht er da? Wartet. Hier war nix. Bin etwas verwirrt. Ging's denn nochmal zum Friedhof? Bin ich doof? Der Weg jetzt weg? Weil alle Wege sind versperrt. Geht nirgendwo hin. Also muss ich wohl oder übel doch im Rathaus weitermachen. Ja, dann ganz ehrlich, dann kann ich auch laden. Spare ich mir den Weg hier hin. Das ist kürzer, als wenn ich da hinlaufe. Ach, Schismen heißen die Gegner. Lebt der Smoker jetzt wieder? Scheint wohl so. Na gut. Dann hier nach unten. Wieder Rankenschwestern. Hurt very bad. Muss ich wieder so ein Serum nehmen? Ich glaub's nicht. Doch, das steigert meine Maximalenergie, glaube ich. Und heilt mich natürlich komplett. Dieses Buch sieht zerrt aus. Die Seiten sind alle zerfetzt. Ich kann den Text kaum lesen. Um das Ziel zu erreichen, einen perfekten Weg zu beschreiten, müssen Regeln befolgt und deren Einhaltung durchgesetzt werden. Um jedes Mitglied, das sich dieser Anordnung widersetzt, sollte man sich schnellstens wirksam kümmern. Und zwar im Hinblick auf die Gemeinschaft. Das soll den Wohlstand auch in der Zukunft sichern. Es ist daher unverzichtbar, dass ein legitimer Waffenmeister bis zu dem letzten Tag seines Lebens nicht vor der Verantwortung zurückschreckt, seine Macht anzuwenden. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Dem die Wahrheit der Anhänger des ehemaligen Glaubens zerschmettert wurde, ist es von großer Bedeutung, dass eine Person die modernen sekretärischen Rituale, mit deren Erschaffung und Schutz wir uns so gequält haben, bewahrt und pflegt. Nach Antritt auf diesem Posten soll der Meister der Rituale eine Pilgerreise an den Rand der verlassenen Region machen, um sich von Süden der Vergangenheit zu reinigen. Dort wird Sünden, nicht Süden. Dort wird er auch die Vorväter um Vergebung und Verständnis bitten. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Die waren also alle hier Kultanhänger. Da ist auch wieder dieses Symbol. Eine Wand. Diese Wurzeln hier, ne? Fantastisch. Verteidigung der Lehren ist es erforderlich, dass eine Person allein über die Bestrafung von Mitgliedern befindet, die von dem Weg, die vom Weg abgekommen sind. Diese Urteile müssen in vollem Verständnis der dargelegten Gesetze vorgenommen und ohne Vorurteile vollstreckt werden. Der Vollstrecker der Gesetze darf seine Verantwortung zur Anwendung seiner Macht nicht abgeben und muss in öffentlicher Anhörung schwören, dass er immer die Ideale des Buches ehren wird. Im Namen des Herrn, so soll es sein.
um den Weg weiter zu verfolgen, den wir eingeschlagen haben, ist es von größter Bedeutung, dass sich die Menschen auch in den zurückgelegten Weg erinnern können. Dazu müssen wir ständig akkurate Aufzeichnungen über die Vergangenheit führen, sie aktualisieren und sie hegen und pflegen, ohne dass Außenstehende sie gefährden können. Sobald dieses Wissen übertragen wurde, soll der Hüter des Wissens sich in ein reines Heiligtum zurückziehen. Dort soll er sich ausschließlich der Geschichte der Gründer widmen. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Das waren jetzt die 4 Bücher hier drin. Ja, und jetzt? I don't have a map of this area. Ja, ich habe halt keine Karte. Aber hier geht's nur noch wieder hoch. Was mache ich jetzt hier? Was soll das denn? Man hört den Smog immer noch. Ein Erste-Hilfe-Set. Sei geil. Das werde ich brauchen können. Sehe halt auch irgendwie keinen anderen Weg. Aber vielleicht sollte ich mal die Taschenlampe einschalten. Das wäre doch eine Idee. Sie hat ausgemacht wegen den Gegnern. Ich habe den Schlüssel gar nicht mehr. Okay. Aufschließen. Diese Waffe kann ich die Tür nicht öffnen. Womit schließe ich die auf? Fehlt mir was? Genau, diese. Aus wie so ein Ritualdolch oder was man da immer braucht, keine Ahnung. Aber alle Waffen scheinen hier nicht zu funktionieren. Mit Schusswaffen wohl eher nicht, ne? Nee, keine Ahnung. Also anscheinend fehlt mir was. Ich guck halt wegen der Bücher wahrscheinlich, ne? Ja, aber die habe ich ja schon gelesen. Nee, dann sieht's wohl so aus, als ob ich wieder nach oben muss. Vielleicht muss ich hier noch was finden. In der Tür durch die Wand. Gehen jetzt töten, der nervt mich. Jetzt vermöbelt er mich natürlich. Mal. Es ging doch eben so reibungslos und jetzt machst du mir einfach so Probleme. Ich glaube, ich muss mich nochmal hier genau umsehen. Irgendwas habe ich übersehen. Was ist denn das Ziel? Untersuche das Rathaus. Ja, habe ich ja. So gut es eben geht. Aber viel zu finden ist hier halt leider nicht. Einfach irgendwelche Aktenschränke und Regale und ja. Mehr auch nicht. Untersuche das Rathaus. Ja, das haben wir verschoben, da war die Zeichnung. Haben wir so eine Art Tagebuchgedöns oder so? Nicht, ne? Irgendwelche Hinweise. Hängt das nicht an der Wand? I don't know. Maybe you ask the wrong guy.
Oh je. Lock ihn erstmal raus. Natürlich kriege ich es ab. Kill it. Der war vorher nicht hier. Schweinerei. Aber hier ist halt auch nichts. Nothing. Hier geht's wieder hier hin. Ja. Irgendetwas fehlt. Hier war der Speicherraum. Das ist Cornelius Fitch, einer der vier Gründer von Shepherd's Glen. Vergesst immer, dass Dr. Fitch unmittelbar von ihm abstammt. Der Doktor hat sich nie gerne über die Stadtgeschichte unterhalten. Hat er denn noch einen Grund dazu? Schaut er denn so bedächtig auf das Bild hier? Gut, das mit dem Schlüssel hat sich erledigt, aber ist noch irgendwas hier? Das ist Edith Holloway, eine der Stadtgründerinnen. Mein Vater hasste die Holloways, aber Margaret hat mich immer gut behandelt. Sie und Al haben sogar Briefe geschickt, als ich in den Krieg musste. Mehr Briefe als jeder andere. Manchmal frage ich mich, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn ich in einer anderen Familie geboren worden wäre. Ein Vorfahre, Bürgermeister Barletts, war auch Gründer der Stadt. Barlett war hier der Bürgermeister, seit ich denken kann, und nie ist jemand gegen ihn angetreten. Ich denke, Familientradition wird hier noch groß geschrieben. Ah, möglich. Aber hier müsste dann noch das Bild von Shepard sein, ne? Können wir das nicht aufheben und mitnehmen? Vielleicht triggert das irgendwas. War denn das nochmal? Ne, hier nicht. Aber noch so ein bisschen Bretterrest an der Tür ist hier. Die war ja verschlossen, also. Die Metallkisten. Zerstörbar. Suchen das Rathaus. Gehe mich nochmal unten umgucken, aber ich habe nichts gesehen, was da irgendwie einen Hinweis gibt, wie es hier weitergeht. Ist ein großes Symbol. Ich weiß, dass ich das schon mal gesehen habe. Das ist aus Silent Hill. Den Baum hier zerhacken. Nee, geht nicht. Was damit zu tun? Ah.
Lauf hier rum und frag mich, was hier abgeht und hab das Ding nicht mehr untersucht. Ah, da ist der Ritualdolch. Es ist in einer Magenta-Schrift. Heißt, laut dem WoW-Regelwerk ist das ein legendäres Item. Oder? Legendär war es, glaube ich. Episch ist, glaube ich, gelb. Ja, in den legendären Dolch. Es ist eine Waffe, Opferdolch. Aufschließen. Ganz schön verwinkelt hier alles. Ist es nicht auch so, dass uns der Weg hier wieder zum Friedhof führt? Bin mir nicht sicher. Das ist ein einziges Labyrinth hier. Bitte was? Alte Schreibmaschine. So, hochklettern. Ah, jetzt sind wir wieder auf dem Friedhof. Passt ja, okay. Ja, genau. Und die Tür drüben ist noch zu öffnen. Ballett hat uns noch ein Serum hinterlassen. Ist das nicht nett? Okay. Wer ist dann hier? Gut, die hätte ich geöffnet. Das heißt, es ist für mich wieder zurück. Aber wir nehmen diesmal einen anderen Weg. Es gab nämlich hier eine Tür irgendwo. Da nämlich. Die wir damit jetzt öffnen können. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Oder, ach nee, hier kommen wir wieder raus. Stimmt, ja. Hier geht's wieder raus aus dem Friedhof. Ist der Parkplatz. Der führt uns wiederum zu unserem Haus. Ne, auf die andere Seite sind wir jetzt. Ziele.
Überqueren den Friedhof und betreten Sie das Shepherd House vom Friedhof aus. Ach genau, hier kamen wir letztes Mal ja auch raus und sind dann irgendwie einen Weg gegangen und dann waren wir wieder zu Hause. Polizeistation. Was? All diese Menschen sind vermisst. Mein Gott, was ist nur geschehen? Ich kannte manche dieser Leute. Jemand? Da liegt was. Der Reparaturtyp Curtis Ecker ist in seinem Laden. Glaube ich ganz woanders hin. Ist richtig hier? Ich weiß es nicht. Aber da war ja hier Ende Gelände. Nee, ich glaube, ich bin komplett falsch. Muss ich durch den Friedhof wieder durch? Kann das sein? Würde irgendwie Sinn machen, oder? Weil hier bin ich ja komplett woanders. Ballet One jetzt. Hier geht's auch nicht weiter. Die Straße ist wohl kaputt. Ich glaube, ich muss wieder zum Friedhof zurück und den kompletten Friedhof wieder durchqueren. Boy. Okay, dann geht's wieder durch den Friedhof. Ich bin davon ausgegangen, dass man hier von der Seite aus auch dahin kommt, aber kommt nur auf die andere Seite von Shepherd's Glen, dann macht das ja nicht so viel Sinn. Wo geht's denn dahin? Hier so hoch? Da hinten geht. Oh nein, bitte nicht. Lass euch mal. Okay. Noch mehr von denen. Du hast zu? Was? Was mache ich denn jetzt? Den eigentlich nicht töten müssen, aber bevor ihr mir weiter Ärger macht. Natürlich. Der Kampf gegen die ist halt einfach die Pest. Ich kann nicht. Hä? Ich kann gerade nichts machen. Ich werbe gleich. Warum trifft er mich überhaupt, wenn ich ihn nicht mehr anvisiert habe? Alter, die Viecher sind die Pest. Ist nett. Nur weil ich den Weg nicht gefunden habe, ich mich erst mit ihm anlegen.
Gab es nicht auch noch irgendwas hier mit dem Ding zu öffnen? Ich erinnere mich grob irgendwie. War da was? Ich weiß aber nicht mehr wo. Auch noch eine. Mr. Nervig. Das hier auf dem Friedhof? In der Kammer war irgendwas mit, auch hier so, ja, da ist eben ein komisches Schlüsselloch oder sowas. Ach nein, hier, mit der Axt. Aber bis dato hatte ich die ja noch nicht. So, jetzt kann ich hier durch. Yeah. Chromehammer-Pistole, genau. Die wird jetzt ersetzt. Ist eine bessere Pistole. Hier einfach so durch. Hier konnte ich noch speichern. Das mache ich gerade mal. Nachdem ich jetzt schon so vollkommen verpeilt hier rumlaufe. Oh, Masratos. Warum auch immer es nur 5 Speicherplätze gibt, weiß keiner. Wir brauchen absolut nicht viel Speicherplatz. Und auf dem PC sollte mehr als genug Speicherplatz vorhanden sein dafür. Okay. Ballettmausoleum war ich schon. Rein komme ich auch nicht mehr, wie es aussieht. Muss ich da runter und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Wunder natürlich. Ne. Fuck you. Sometimes better to run. Würde ich mal behaupten. Ach nein. Das muss jetzt nicht sein. Baker Street. Ah, hier ist die Rückseite des Hauses. Genau. Von der Rückseite des Hauses kam man ja dann erst zum Friedhof. Alles führt zu diesem einen Moment. Liegt auch nichts mehr rum, ne? Nö. Wir müssen ja in den Keller. Dann gehen wir mal in den Keller. So, da ist die Tür. Ne, wo war die Tür? Ach, da hinten. Hier. Sein Vater hatte was mit den Ritualgedöns da zu tun. Hm. There's blood. There's a key. Dachbodenschlüssel. Ja, das hier im Haus, das machen wir noch. Bevor wir die Folge beenden. Mutter ist auch noch da. Honey, not now. Das ganze Spiel übersetzt sie hier. I don't know anything else, Alex. I'm sorry. Oh. Kein Ding. Der Dachbodenschlüssel.
Hier, ne? Geht's denn zum Dachboden? War das die Tür? Nein. Wieder irgendein flimmeriges Fernsehbild. Also der Empfang ist nicht besonders gut hier in Shepherd's Glen. Falls ihr mal herkommt, um Urlaub zu machen. So, rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Yeah, Physik. Blub, blub. There is another door. Aber es ist eine normal door, keine mit dem Ritualdolch. Hey, das bin ja ich. Was mache ich denn da? Du schreist, wie es aussieht. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Something very important I want to show you. Okay. Do you know what this is? This belonged to your grandpa and his father too. And now we want you to have it. I know it doesn't look like much, but this is the most important thing I could ever give to you. Is it worth $1 million? Much more than that. This is a symbol of our family's past and our future. Can I wear it? Yes. Joshua, you are never to show anybody this ring. Not even Alex. But I want to show Alex. Do you remember when I told you sometimes you must do things and not ask why? Well, this is one of those times. Yes, sir! That's my boy. Der Ring. Entlassungs- und Freistellungsurkunde von vom aktiven Dienst. Name Shepherd Adam J. Rang. Rang. Toll. Heißt das nochmal? Weiß es nicht mehr, fällt mir gerade spontan nicht ein. Gehaltsstufe 6, Geburtsdatum. Was? 1954, also 18.04.1954. Aufnahme, Standort Fort Benning, Georgia. Fort Benning ist auch ein Ort, der genannt wurde in Silent Hill. Ist in der Nähe von Silent Hill, glaube ich. Letzte Befehlserteilung und Kommandohoheit. Luftlandetruppen. Standort der Trennung Fort Bragg, North Carolina. Auszeichnung mit all den Plaketten und Kampfesbänder verliehen oder genehmigt wurden. Gute Führungsauszeichnung. Verwundetenabzeichen Silberner Stern. Militärische Ausbildung, Grundschulung. Fallschirmspringen, Luftkampfschulung. College des US Militär für Führungspersonal. Art der Trennung. Freistellung vom Dienst, dienstlicher Dienstcharakter, ehrenhaft. Festgestellter Grund der Trennung, Ruhestand. Ich erkläre hiermit, dass das angehängte Dokument echt ist und meines Wissens nach eine korrekte Wiedergabe der Tatsachen ist. Unterschrieben Adam J. Shepherd. Okay. Gut, aber dann machen wir hier erstmal Schluss an der Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei Silent Hill Homecoming, wenn es hier in dem Haus der Shepherds weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal.